Ihr habt gefragt, ich antworte. Moin moin ihr Landratten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beantworte ich mal einige Fragen, die ich auf YouTube gestellt bekommen habe. Ich habe die jetzt einfach mal querbeet rausgesucht, damit halt von allem etwas dabei ist. So, eine der häufigsten Fragen ist, habe ich als letztes von C2 bekommen. Und zwar, warum klackert die so? Mit Klackern ist das gemeint. Gleich werde ich hier über den Haufen gefahren. Es geht um das Klackern von meinem Motorrad, und zwar kommt es von der Kupplung. Die Ducati hat eine Trockenkupplung, heißt, meine Kupplung ist nicht in Ölbad. Deswegen hört man die klackern, scheppern. Und man sieht auch die Teller drinnen drehen, beziehungsweise die Kupplungsdruckplatte, die auf dem Teller sitzt. Meiner Meinung nach sieht das derbe schick aus. Und zum anderen, der Abrieb von der Kupplung kann einfach rausfliegen. Ob das legal ist mit der Kupplung, darüber kann man sich jetzt streiten. Im Großen und Ganzen ist sie nicht legal. Warum? Weil man einfach dadurch viel, viel lauter wird. Und man hat ja eine Gesamtgeräuschpegel oder wie das auch heißt, die man nicht überschreiten darf, und somit würde ich sie überschreiten. So, da habe ich eine Frage von Dragon Edit. Und zwar fragt er mich, welche Kombi ich habe. Ich werde euch meine Ausrüstung auch nochmal gesondert zeigen. Ich habe zwei Kombis. Einmal die Dainese Racing T. Zweiteiler in weiß, schwarz, grau, und dann habe ich noch mal die Dainese Leguna Seca, ich glaube Nio heißt die, wenn ich mich nicht irre, in weiß, rot, schwarz. Warum habe ich zwei Kombis? Ich habe die beide günstig bekommen und habe dann auch beide gekauft. Somit habe ich halt auch ein bisschen Abwechslung, ne? Da ich auch ab und an auf die Renne fahre, muss ich nicht, falls ich mich mal hinpacken sollte, schnell noch auf Kampf eine Kombi suchen, sondern habe meine zweite immer griffbereit. Ja, Daniel schreibt mir zu Mundni, glaube ich, fahr doch mal zu Lactovites. Digga, Lactovites, deine Community ist so riesig. Fast unter jedem Video von mir habe ich irgendwas über dich stehen. Oder auch du. Digga, neulich auf Instagram. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, wie Lactovites auf Instagram heißt. Habe ich ein Foto hochgeladen und er hat mich irgendwoher gefunden. Und dann, ja, schreibt er mich an, ich gehe halt drauf auf sein Profil, guck, das Bike, Digga, seine Honda CBR. Ich wusste sofort, wer das ist, Lactovites, habe ich auch reingeschrieben, Digga, du bist auch überall, ne? Ja, ich würde gerne mal mit Lactovites eine Runde drehen. Das Problem ist, ich wohne in Hamburg, das ist schon eine derbe Strecke, einfach mal dahin zu fahren. Da müsste man das halt nochmal durchplanen, dass man sagt, komm, ich bin dann übers Wochenende da oder so, dass man da zusammen was machen kann. Against the Road, Digga, mein Bester. Ich liebe seine Vlogs. Schade, 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 dass er nichts Aktuelles mehr bringt. Er sagt, Ammonacken, was ist passiert? Land Channel demoliert. Was passiert ist? Digga, frag nicht, was passiert ist. Ich feier, ich weiß nicht, es hört sich für mich so unfassbar an zu sagen, ich feier meine Community. Digga, hammer geil, dass ich das überhaupt erreicht habe. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal so weit schaffe. Danke dafür. An euch allen, Leute. Ihr macht diesen Channel aus. Ihr seid Sync Vlogs Channel. Ohne euch ist das hier gar nichts. Ja, auch schön zu sehen. Hier werden die Übungen absolviert für die Fahrschule. Die praktischen Übungen. Das ist gerade auch gerade eine Fahrschule auf dem Platz. Auf dem Parkplatz vorn. HSV-Stadion, Volkspark-Stadion. Ihr Hamburger sollt das kennen, wie die alle außerhalb. Hier findet das Ganze statt. Da kommt auch in naher Zukunft was. Das, weil ich habe ja, wie schon mal angekündigt, meine Fahrschulzeit ja, gevloggt, nicht unbedingt, ne? Aber ich habe sie auf jeden Fall aufgenommen.
weil ich habe da kein Wort rausgekriegt, Digga. Ja, nochmal zu der Frage von Martin Koller M. Empfehlung, Motorrad, was man gemütlich zu zweit fahren kann. Gemütlich zu zweit ist kein Supersportler, definitiv nicht. Weil ihr habt da hinten so wenig Platz und jemand, der da hinten sitzt, hat die Beine so total angewinkelt. Gemütlich ist das nicht auf Dauer. Und es auch für den Fahrer anstrengend, weil ihr bei Beschleunigung Zug habt und bei der Abbremsung dementsprechend Druck, wenn der hinter euch sich nicht richtig zu positionieren weiß. Ich würde bei sowas einen Sporttourer empfehlen, wenn es sportlicher sein soll. Ansonsten Naked Bikes sind dafür auch besser geeignet als Supersportler. Sonst gibt es ja Tourer an sich, zum Beispiel so BMW-like, wer es mag. Wer es mag, eine BMW-Tourer zu fahren. Was gibt es da noch? Ja, alle möglichen Hersteller haben halt diese Tourer-Maschine. So also dieses Adventure-Look. Aber Motorradfahren alleine ist einfach viel, viel, viel geiler, als mit jemandem draufsitzen zu haben. Weil es ist immer auch eine Verantwortungssache, weil schlussendlich seid ihr diejenigen, die fahren und ich muss halt Verantwortung für den Hintermann, Hinterfrau tragen. Und die Straßen sind nicht immer berechenbar. Deswegen fahre ich auch viel. Ich habe noch nie hinten auf der Ducati jemanden mitgenommen. Das ist ja das Lustige. Obwohl ich mir alles schon gekauft habe. So, weiter geht's. Marvin Werner sagt, ich finde die optisch gut, aber die Trockenkupplung schlimm. Ich finde sie geil. Leute, ich habe hier auch eine von Marv0805. Er feiert meine Antworten, meine YouTube-Antworten. Leute, wie sind denn meine YouTube, also meine Antworten auf eure Kommentare? Ich mache das einfach so, wie ich bin, frei Schnauze, halt so Zink-Style. Freut mich, dass das gut ankommt. Ja, das war's. Das waren die Fragen, die ich da mal rausgepickt habe. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Mir macht es derbe viel Spaß, einfach sich aufs Motorrad zu setzen, ziellos zu fahren und zu vloggen. Und ich grüße mal die Polizei, grüßen Sie zurück. Ja, Mann, Blackout. Blackout, das geht an dich, Digga. Ich hab BMW Tourer Fahrer Polizisten gegrüßt und die haben zurückgegrüßt. Digga, hammergeil. Also auch an die örtliche Polizei hier, Daumen hoch. Ich gebe euch einen Daumen hoch, sie klatscht, auch geil. An die örtliche Polizei hier, ihr seid cool, Mann. Also gerade die Motorradfahrer. Das ist gerade mein Highlight des Tages. Und Leute, danke für euer Daumen hoch, Kommentare. Die Leute fragen, was labert ihr auf dem Bike? Wieso hat ihr die Hände oben und nicht am Lenker? Danke für so viele Abos, danke fürs Kommentieren, fürs Teilen. Weiterhin Fragen nehme ich auch über Facebook an. Checkt auch meine Instagram-Seite, die aktualisiere ich täglich. Mal so schön guten Morgen oder so. Habt ihr dann mit auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, pipapo. Ja, in dem Sinne verkrieche ich mich jetzt hinter dem LKW. Bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. In dem Sinne, auf Wiedersehen.